Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Let's play WWE 2K15 Ausgabe 2. Und ihr seht es, genau da, wo wir aufgehört haben, geht es auch direkt weiter mit der Ansage von Bill DeMott. Und ich würde jetzt eigentlich gerne meinen Charakter aufleveln, den wir in den ersten Matches jetzt schon ein bisschen verbessert haben, denn wir haben 650 TP zu vergeben. Charakter verbessern, anpassen. Anpassen, gucken wir mal, was man da so machen kann. Aussehen, Einzug, Moveset. Da kann man Moveset bearbeiten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Okay. Verbessern. Eigenschaften, Fähigkeiten. Kaufen. 5000. Wir nehmen mal Entkommen. Entkommen ist eine gute Sache. Oh, 563. Holy you know what. Aber eigentlich ist es eine gute Sache. Machen wir. Kann ich nicht. Oder habe ich es jetzt? Warte. Doch. Okay, habe ich gekauft. Okay. Ja. Talente. 18.000. Okay. Das sind die ganzen Sachen, die ich eigentlich schon eingestellt habe für Pervy Herbie. Das ist natürlich ärgerlich. Kaufen. Training mit Alberto Del Rio. Cool. Nimm eine Trainingseinheit bei Battle Royale, um seine Moves zu lernen. Großartig. Krass. Chris Jericho, Xavier Woods. Sami Zayn. Sehr cool. Das finde ich gut. Brie Bella als Manager einstellen. Kann Ringrichter bis zu 7 Mal. Achso, da hätte ich tatsächlich einen Ref, ja? Einen Ref, Quatsch. Ein Manager. 10.000, Zeb Coulter. Cool. Eigenschaften. Ist ja natürlich jetzt nicht mehr so viel. Aber wir machen mal so ein bisschen was verändert. Gut, dann zurückziehen heißt wahrscheinlich aufgeben, ne? Aufgeben ist nicht. Performance Center. Dann schauen wir mal, was die nächsten Aufgaben für Pervy Herbie sind. Sami Zayn! Oh mein Gott, ich habe Angst. Bam! Clothesline direkt ins Gesicht für den guten Sami Zayn. Wer es nicht weiß, das ist tatsächlich mein Lieblingswrestler seit El Generico-Zeiten. Neben mir steht die Maske von El Generico. Nochmal eine Clothesline. Neben mir steht die El Generico-Maske. Hinter mir steht eine El Generico-DVD und eine Figur mit Maske und allem drum und dran. Also Sami Zayn ist tatsächlich derjenige, welche für mich über Jahre hinweg der so als mein Lieblingswrestler gilt. Oh, was war das? Aber wir können auch unser Lieblingswrestler besiegen. Da kennen wir nichts. Bully Ray Elbow Drop. Hab ich eine Aufgabe gekriegt? Gibt's hier Fähigkeiten, Talentliste, Spielhandbuch? Ich muss nur gewinnen, oder? Ist nichts gewesen. Gut. Dann töten wir, auch wenn es uns schwerfällt, Sami Zayn. Genau, Cameron als Managerin muss ich einstellen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber jetzt haben wir erstmal den guten Sami Zayn vor uns. Lieber Bill DeMott, ich glaube, genau das ist es, was das WWE-Universum sehen will. Ja. Bam! Bisschen schade finde ich das mit den Aktionen, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, die einzustellen und auf Pervy Herbie abzustimmen. Aber naja, kann man nicht ändern. Oh, Sami Zayn kontert. Packt mir das Bein ins Gesicht. Oh. Nein. Nicht doch. Ja. Rausschmeißen ist nicht. Sami, mach keinen Quatsch. Snap Suplex und Herbie liegt und steht nicht mehr auf. Kick in den Rücken. Muss denn das sein, Herr Zayn? Nicht doch schwer, dieser Snap Suplex. Ah. Halber. Oh. Danke, liebes Seil. Ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man Bondage macht, dann sind die Seile deine Freunde. Ich glaube, das ist hier für Pervy ganz gut. Mann! Lass mich doch mal auf die Beine kommen. Nein, was ist denn los?
Ach, Sammy. Ich habe nur diese Klauseln, das ist echt ärgerlich. Und ich muss aufpassen, dass der gute Sami Zayn mich nicht gleich kaputt macht. Sleeper Hold reicht aber nicht. Oh, in den Shinbreaker. Ärgerlich. Komm schon. Wie es aussieht, kann ich den Ring auch gar nicht verlassen. Oh, oh, verputt. Wir haben verloren. Aber gegen Sami Zayn ist das völlig okay. Ja, würde ich sagen. 1,5 Sterne gab es dafür. Ich glaube, das ist eher so... Na komm, die Christen noch. Tut uns nicht weh. Das war nicht wirklich gut. Ich muss verbessern, wie es aussieht. Aber was muss ich? Ich kann doch gar nicht groß was machen. Warum war ich denn eben so schlecht? Eigentlich müsste ich hier oben. Arm- und Beinfähigkeit. Ah. So ein Cheat. Okay, ich kann nicht weiter. Du kannst das Video nur einmal pro Woche besuchen. Okay, und wie kann ich weitermachen? Ach so. Alright. Da war ich wahrscheinlich gerade falsch, was ich gemacht habe. Gut, also. Nächster Event. Der Schlüssel zu einem spannenden Match. Das haben wir im Ende des ersten Let's Plays gelesen. Dann geht's weiter. Dann war Sami Zayn noch gar nicht die Aufgabe. Um Gottes Willen. Viel zu früh. The WWE Universe loves a match that is back and forth. The main way to turn the tide of any match is with reversals. The more reversals you pull off during the course of a match, the more SP you will earn. Heightened drama is a big part of any WWE match. This means kicking out of pins right before the three count. The more you do this, the more the WWE Universe will be pulled into your match. This also means more SP for you. Okay, also wir sollen reverseln und bei 2,9 aus dem Pin rauskommen. Na, vielen Dank auch. Oh, das Monster. Tommy Wall. Du siehst schon so aus wie so eine Wand. Guter Mann ist genauso groß wie wir. Also roundabout 2 Meter. Ah, er ist ganz schön definiert, ne? Schon krass. Wo ist es? Da? Hey. So, weg mit dir. Saito Suplex, wunderschön. Nein, wollte ich nicht. Wir wollen doch kein Chain Wrestling. Wir sind Pervy Herbie. Obwohl, eigentlich dieses von hinten macht dem Pervy wahrscheinlich sogar noch Spaß. Ey, verdammt. Nein. Hab mich. Na gut. Weiter geht's. Suplex. Wunderschön. Kameraperspektive ist manchmal ein bisschen schräg. Also, nicht schräg, dass sie von der Position, sondern dass sie ein bisschen komisch aussieht. Warum hat er eigentlich Basketballschuhe an? Und sowas läuft hier durchs Performance Center. Gibt's ja nicht. Zieh dir gefällig Wrestling Boots an. Was soll ich denn machen? Wenn der mich nicht angreift, kann ich nicht kontern. Mein lieber Herr Demott. Wir töten jetzt Tommy Wall. Ist das dann der Bruder von The Wall? Ist der WCW? Ich glaube schon. Mhm. Ganz toll. Wozu habe ich das ganze Zeug denn eingestellt? Naja, schade. Aber jetzt hätte ich kontern können. Naja, egal. Ach, verdammt.
Jetzt macht der Aktion, jetzt kann ich nicht kontern, so ein Mist. Schiete. Ah, freuen wir uns. Oh, Flatliner. Also STO ähnlich. Flatliner ist ja was anderes. Er geht nicht aufs dritte Seil. Der gute Pervy. Ah, daneben. Ja, eigentlich will ich jetzt nur kontern. Gar nicht so leicht. Cheater. Muss ich mich jetzt echt hier ein bisschen angreifen lassen, dass ich diese Aufgaben erfülle. What are you doing? Ja, das hat er jetzt gerade mal recht, der gute Bildemod. Aber es geht ja um Gewinnen, ne? Ich glaube, es geht schon um Gewinnen. Also. Oh. Come on. Keep grinding it out. Bam. Ja, Pervy. Ist das ein Aufgabegriff? Nee. Ganz normaler Fujiwara Armbar. Ah, jetzt kontert der. Ha! Da ist endlich ein Konter. Passt ja wunderbar. Special, also Signature und Special haben wir. Komm schon! Mach da nicht! So nicht! Steh auf. Ich will dir bloß den Signature verpassen. Achso, ich soll wirklich bei 3 aus, bei 2,9 auskicken? Oh nein! Leck mich doch fett. So ein Mist. Ein Match dominieren und fast verlieren sollen. Na gut. Oh, da war gerade. Jetzt kann ich Signature machen, okay. Kann mir jemand aus dem Chat gleich mal sagen, wenn ich die Aufgabe jetzt nicht erfülle, habe ich dann verloren? Muss ich das nochmal spielen? Oder ist es alles gar nicht so schlimm? Ich mache ziemlich oft diese Clothesline, ne? Komm schon. Macht er nicht? Wieso nicht? Ich kann keinen. Wieso kann ich denn nicht den Signature und den Finisher machen? Die mich verarschen? Herr Demott. Seien Sie doch mal ruhig. Ich beweise doch gerade. Suplex? Ja, viel mehr kann er nicht. Das ist echt schade. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Hätte mir gar nicht so viel Arbeit reinstecken müssen. Mit den Aktionen. Da, Finisher. Na, wenigstens das. So, aber ich komme nicht bei 2,9 aus dem Cover raus. Das wäre jetzt sehr schade, wenn das jetzt dadurch nicht klappt. Aber wir schauen mal. Gewonnen auf jeden Fall. Ich hoffe, die Aufgabe musste nicht erfüllt werden. 3,5 Sterne. Das ist doch schon mal was Gutes. Mache mindestens einen Reversal. Du schlägst dich gut. Wenn du diese 6 Methoden weiter trainierst, bist du schon bald so gut wie John Cena oder Randy Orton. Sehr gut. Ab jetzt kannst du dich auf einen harten Wettkampf mit anderen Superstars und Rivalen einstellen. Viel Glück. Eine Sache noch. Wenn du das Gefühl hast, etwas mehr Training zu brauchen, kannst du jederzeit über das Charaktermenü ins Performance Center zurückkommen. Wenn du das Performance Center auswählst, kannst du einmal pro Woche bei Trainingsmatches antreten, um dir etwas mehr TP zu verdienen. Also nutze das. Was wir ja schon gemacht haben, eben gegen Sami Zayn. Sehr gut. Oh, eine Errungenschaft. Mein Weg beginnt hier. Das ist absolut richtig. So, wen haben wir hier? Beförderung zu neuer Marke. NXT. Glückwunsch zum Erreichen von NXT. Jetzt, wo du an einer richtigen Show teilnimmst, ist dein Verhalten innerhalb und außerhalb des Rings sehr wichtig. Je nachdem, wie sauber oder unfair du kämpfst, wirst du ein Face oder Heel. Entscheidungen im Fernsehen und bei sozialen Medien beeinflussen auch die Face- und Heel-Wertung. Du kannst deine Fortschritte auf der Face-Heel-Anzeige auf deiner Startseite sehen. Viel Glück! Danke, lieber Triple H. Ja, es wäre netter, die Nase.
Dann sind wir jetzt also bei NXT. Real King Regal sagt, dein erstes Match bei NXT rückt immer näher. Sorge dafür, dass du bereit bist, da die Konkurrenz mit jeder Woche härter wird. Und vergiss nicht, dass dies dein einziger Weg in den Hauptroster ist. Also nimm das ernst. Wir nehmen das sehr ernst sogar. Wir verbessern jetzt ein bisschen. Ich wollte noch bei Moves gucken. Anpassen. Aussehen. Aussehen stimmt ja. Das haben wir ja gebaut. Moveset. Kommt man da in komplett das ganze Moveset-Menü, was man kennt? Oder ist es dann wieder ein hauseigenes Menü? Mal gucken, was das Spiel uns so parat hält. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Match, dann ist auch dieses Let's Play schon durch. Ah, okay, es ist das Standardmenü. Und jetzt wäre interessant zu gucken, was das kostet. Oh, ich kann die so ändern, wie es aussieht. Gut, dann heißt das, ich muss mich mal dran setzen, das mache ich mal abseits eines Let's Plays. Muss mich dran setzen und die Aktion einstellen, wie es aussieht. Aber das sollte nicht zwangsläufig das Problem sein. Steht hier irgendwas von kaufen? Nein. Gut. Was hatten wir als Finisher? Dirty Deeds hatten wir als Finisher. Das können wir schon mal einstellen. Na komm schon. D. Ich kann glaube ich auch springen, ne? Naja, ist egal. Jetzt bin ich schon fast so weit. Dirty Deeds ist nicht dabei. Doch, ich bin nur nicht so gut im... Oh, ist doch nicht. Hä? Ich blind? Ist nicht bei, ne? Na gut. Dann heißt das trotzdem, muss ich mir was überlegen für. Okay. Das werde ich dann mal abseits eines Let's Plays machen. Ja. Scheinbar muss man sich die wirklich erst freispielen. Anhand der Trainingsseminare mit den Superstars. Das ist ja interessant. Gut, dann überlege ich mir mal zu einem der nächsten Let's Plays, dass wir das ein bisschen verändern, das Moveset. Das dauert ja bekanntlich immer recht lange. Ja. Und eins gucke ich dann auch nochmal. Haben wir ja alle schon gemacht. Das gucke ich dann entsprechend, wie man das am besten hinbekommt. Dann gucken wir mal lieber bei Eigenschaften nochmal drüber, dass wir da noch ein bisschen was verstärken. Denn das ist ja nun mal wichtig, dass wir besser werden. So, Schnelligkeit. Ist hier irgendwo Schnelligkeit bei? Agilität wahrscheinlich, ne? Ja, Grifftempo. Ja, komm, ist egal. Haben wir noch irgendwas mit 5? Da oben war es mit 5. Da. Wunderbar. So. Annehmen. Ja. Dann, ja, sollte ich wahrscheinlich das Performance Center Match noch schnell spielen. Guck mal, wer heute der Gegner ist. Und dann beenden wir Let's Play Nummer 2. Mal sehen, gegen welchen NXTler wir ran dürfen. Vielleicht ist ja wieder Sami Zayn. Nein, es ist Corey Graves. Wunderbar. Zwei meiner absoluten Lieblinge. Direkt nacheinander. Mal gucken, ob auch Corey Graves uns besiegt. Aber wir wollen natürlich hier schon beweisen, dass wir schon mithalten können mit den Jungs. Bam! Kraftdemonstration. Oh. Corey sei artig. Boah, knapp. Noch ist es völlig okay. Boah, Shotblock. Also gehen wir mal auf die Beine, was ja eigentlich sonst Corey Graves macht. Das sieht doch erstmal schon mal gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist nur, wie lange das anhält. Ich kann nicht aus dem Ring. Das ist echt komisch. Hallo, Herr DeMott, ich mach den gerade kaputt. Was willst du denn noch? Ah, shit.
Nein, zu oft gemacht. Scheiße. Ich sollte mir was überlegen, das ist... Aber dafür nehme ich halt die anderen Aktionen. Also, ich nehme halt gerne Aktionen, die man auch dann nicht so gut kontern kann. Aber das muss ich dann eben mal noch einstellen. Ist ja alles halb so wild. Oh, was macht er? Okay. Immer wieder diese Closeline. Closeline geht immer. Mal gucken. Probieren wir es aber mal. Ah, war klar. Bam! Was machst du? Achso, du ziehst die in die Mitte. Was, wird das dieser Elbow Drop, ne? Ja. Nee, Leg Drop. Alright. Darfst du machen, Herbie? Alles, was zählt. Nein, Griff in die Augen. Wie unfair, Herr Graves. Gekontert, oder? Ja. Wunderschön, Suplex gekontert. Das ist die Chance für Pervy Herbie jetzt völlig aufzudrehen. Hinterher, hinterher. Ah, ich hab keine Energie mehr. Boah. Attacken in den Magen. Genau. Wirft ihn einfach wie den Müll aus der letzten Woche weg. Ich glaube fast, ich kann dieses Match tatsächlich gewinnen. Ah, ich habe es 1. Das war direkt die Gegenrede vom Savior of Misbehavior. Gibt's ja gar nicht. Im Performance Center kann man nicht aus dem Ring. Okay, dankeschön. Das wusste ich nicht. Aber ist auch fast klar, weil Bill DeMott da draußen steht, damit man auch ja nicht den Trainer angreift, wahrscheinlich. Macht ja irgendwie auch Sinn. So, jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier möglichst schnell Special zu kriegen. Ist es eigentlich, dass man das immer noch so macht? Früher bei den Computerspielen hieß das ja immer Special. So N64 und sowas. Oh, schön. Power Slam. Oh, er steht hier wieder auf. Ich wollte gerade pinnen. Du Pflaume. Ja, was ich sagen wollte, ist das eigentlich so, dass man, macht ihr das auch so, dass man Special sagt, dass man bestimmte Begriffe für, Computerspiel-Sachen hat, anstatt so, wie es eigentlich im Spiel dann tatsächlich heißt? Macht ihr das auch so? Nein, 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 nein. Mist, 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 Mist. Steh auf. Komm schon, Pervy Herbie. Lass dir das nicht gefallen. Komm schon. Signature. Jetzt kommt der gute Mann und geht auf die Knie. Das war zu erwarten. Ich finde ja cool, dass Corey Graves noch im Spiel ist. Jetzt ist er ja nun mal zurückgetreten oder hat er seine Karriere beenden müssen. Das ist für mich schon ziemlich cool, dass hier sowohl Corey Graves als auch Sami Zayn im Spiel sind. Werde ich mir wahrscheinlich ein bisschen mit befassen. Und auch sehr viel Liebe zum Detail. Das finde ich immer in solchen Spielen großartig. Wie gut diese Charaktere dann auch dargestellt sind. Sehr gut, kontern. Side Russian Leg Sweep. Komm schon. Ich kann kein Signature machen jetzt. Ja, Signature. Wunderschöner Backbreaker. So, jetzt. Ich pin mal direkt. Mal gucken. 1, 2. Okay, hätte ich geschafft. Machen wir lieber Signature, den Finisher auch noch, damit es noch ein paar Bonuspunkte gibt. So. Komm her. So. Nein, was war das? Der kontert! Nein! Du Schwein! Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Naja, dann ist das scheinbar der Finisher. Achso, was ich übrigens auch cool finde, was ist neu ist, was ich zumindest im letzten Spiel nicht... Jawohl, reicht. Was ich zumindest im letzten Spiel nicht gefunden hatte, waren diese Leverage-Pins. Ganz, ganz großartig, dass man, wenn man am Boden liegt, dass man dann so in den Gegner robbt und noch in den Pin versucht zu gehen. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, also Follower 1000, immer noch 0. Naja gut, uns kennt wahrscheinlich noch keiner. Gut, dann ist das hier an der Stelle auch Ende von Let's Play Nummer 2. Und wir sind in dem Menü, wo es dann gleich weitergeht mit der... Ja, mit dem ersten Match bei NXT, wie es aussieht. Wir gucken mal, ob William Regal uns hier nicht zu viel verspricht. Das dann im nächsten Let's Play. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.